Wir sind weiterhin auf dem Weg zu unserer nächsten Quest. Wir nähern uns mit rasanter Geschwindigkeit unserem neuen Ziel und halten nur ab und zu inne, mir einfach diese netten Wälder zu betrachten. Von der Grafik her muss ich schon sagen, dass sich mit dem Patch 1.05 schon einiges getan hat. Also zumindest ein ganz subjektiver Eindruck. Ich würde eigentlich jetzt gerne Kämpfe vermeiden. Und erstmal mein Schwert reparieren lassen. Natürlich jetzt hier nicht, dass ich weggesnackt werde von irgendeinem Flussmonster. Ah ja. Ich habe also nur beschränkte Geschwindigkeit. Das sind beschränkten Dörfern. Ja. Hier wird es auch wohl einen Schmied geben in so einer großen Stadt. Ein Schneider scheint es hier zu geben. Ach ja, ein Barbier wahrscheinlich, oder ein Schneider? Sehe ich denn schon mehr auf der Map? Ein Barbier, genau. Wernwirt. Sehr freundliche Leute hier. Ja, den Witz hört man öfter. Ja, das hier, das ist auch, so wie es aussieht, ein Schmied. Hallo, Herr Schmied. Show me what you got on offer. Oha. Hier gibt's schon die feineren Sachen, sehe ich gerade. Nur 114 für den Ring. Ui, 227. Das muss es erstmal für das erste gewesen sein. Ich muss mal irgendwie an Kohle kommen jetzt. Ah, leider ist das Spiel vorhin abgestürzt. Oh,
wo bin ich jetzt hier gelandet? Also wir sind leider nicht mehr in der tollen großen Stadt, sondern ein wenig zuvor. Und hier gibt's... You get your coins worth even less. Thank you, Witcher. Where would I be without you? Your guards run off. Louts didn't get a chance, thank the gods. It's them you cut down. Ja, ich durchgeritten habe, einmal zugeschlagen. And to think, I made sure the scoundrels were well armed. We stood no chance against them. Hiring thugs, not a good idea these days. Need someone you can trust to guard a caravan. I cannot afford to enlist anyone permanently. Where'd you find these men? Former Temerian soldiers, they claim to be. Of all people, I thought they'd know the trade. Knew it all too well, in a way. Thank you. Please, this was to be theirs at our destination. Now it's yours. Jetzt sind wir aber besser nicht an. Run, Roach. So, alles klar. Weiter geht's zurück in die Stadt. Diesmal einen leicht anderen Weg geritten, deswegen haben wir auch hier diese Söldner gesehen. Beziehungsweise Banditen. Ach nee, ich habe jetzt keinen Bock oder keine Zeit für das Monsternest. Das können wir ein anderen Mal machen. Kommen ja ansonsten vor lauter Zwischenquests und Kämpfen nicht wieder zurück in die Stadt. Ach, das eine hier geht noch, ne? Oder eins? Kann mir jetzt mal einer sagen, warum der sein Schwert nicht zieht? Ich bin bekloppt oder so? C habe ich Schwert ziehen. Ach ja. Jetzt hat er sich auch entschieden, im Kampf sein Schwert zu ziehen. So. Helden in Unterhosen. Hätten wir schon mal besiegt. Und der nächste Anlauf. Weiter geht's zum... Was sind das hier für Typen? Hey there. Muss auf jeden Fall sehr modebewusst sein, der Typ. So, dann müssen wir hier oben wohl mal über die Brücke. Beziehungsweise diesmal versuche ich zumindest über die Brücke zu reiten.
Das letzte Mal bin ich ja durchs Wasser geschwommen. Ja, Mann. Na, dreh dich um. Let's go! Whoa there, Roach. Halt! No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. Aber ich wollte gerade sagen, ich im Passierschein. Beim ersten Mal bin ich ja ohne Passierschein in die Stadt gekommen. Nur sehr schwer, wie ich mich erinnere. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Come through. Ist ja ganz nett, was wir das nochmal gespielt haben, den Part hier. Weil das war zumindest vorhin nicht da. Als wir in die Stadt gegangen sind. Ich werde diesmal vorsichtshalber einmal speichern. Weil es vorhin hier abgestürzt ist. Ich weiß noch nicht warum, aber ich meine, der Schmied war hier auf jeden Fall in der Nähe. Vorne an der Ecke müsste er sein, genau. Ah, a custom. Show me what you got on. Ja gut. Ich weiß nicht, ob 114 jetzt ein guter Preis ist für den Ring, aber was soll's. Die Sachen behalte ich diesmal. Farewell. So, ja, ich weiß, Pussy Mode on, aber dass vorhin genau diese Straße hier runter ein Problem gegeben hat, speichere ich jetzt nochmal. Hier scheint ja ein ganzer Markt zu sein. Cool wäre natürlich, wenn jetzt auch verschiedene Händler hier sind, so mit ganz exotischen Sachen. What can I do with you for?
If I ain't got it today, say the word and I'll have it tomorrow. Let me see. Might pick something. Strickleiter. Die behalte ich mal. So long. Das ist schon alles sehr detailreich hier. Denn da rein? Oder scheint so, ne? Ach, hier ist er eigentlich. Na gut. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Ich träume nicht. Das ist gleich ein Kampf. You're looking for me, and who might you be? My father sent you. Yeah, to see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother? Seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink. Disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Oh.
Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Gradin. Witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire, abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you going to take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the Tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. So, das heißt, die Familienzusammenführung hat nicht ganz so gut geklappt, wie man sich es erhofft hat.
choked to death on 3 pounds of steel. I don't know you. Huh? Go away. Wenn wir mal Richtung Baron zurückgehen und ihm die Nachricht überbringen. Bestimmt geraten wir wieder in so eine Situation, wo ich nicht hineingeraten möchte. Ja, stures Pferd, würde ich sagen. Zumindest das abschließend beim Baron, der irgendwie eine besondere Belohnung gibt, wenn man ihm die Nachricht überbracht hat. Ansonsten würde ich hier nicht diesen langen Weg auf mich nehmen, bei Wind und Wetter hier durch die Kurie reiten. Ja, cool, wenn man so greifen fliegen könnte. Ah! Slower. Ein Monsternest. Rotfiend Nest needs to be destroyed. Ja, wie super, dass da ein Zaun ist. Explosionsviecher. Rotfiend Nest needs to be destroyed.
So, alles klar. Die Bombe. Yay. Das hat wohl geklappt. Ach, hier ist noch einer. Eieiei. Hier noch über hoch. So, dann werde ich euch an dieser Stelle den ganzen Reitweg nicht mehr antun. Und ihr seid, sobald ich beim Baron bin, natürlich wieder dabei. Und dann werden wir von dort aus... Oh, jetzt bin ich hier verirrt. Navi? Ne, doch da lang. Und sobald wir da sind, schalte ich euch wieder dazu. Bis dahin, ciao.